Ja, hallo liebe Frühsportler, es ist mal wieder Zeit für ein 6:30 Trainingsvideo. Leider sind wir immer noch nicht auf der Grimmwelt, sondern noch hier auf dem Dach der HNA, was für uns schön ist, weil wir haben eine grandiose Aussicht. Wir haben heute leider nicht das beste Wetter, aber in Kassel ist es so, schlecht Wetter ist nur, wenn man den Herkules nicht mehr sieht. Wir sehen ihn gerade noch so, deshalb haben wir heute einfach noch super Bedingungen. Wer sind wir? Kira Werner und ich, der Christoph Klein, beides die Trainer vom KSV Bonnertal und wir freuen uns heute mit euch hier eine Einheit zu machen. Und ich würde sagen, bevor es dann doch vielleicht regnet, legen wir los mit unserem Aufwärmprogramm. Wir setzen uns zusammen locker in Bewegung, kommen auf der Stelle ins Traben und dann legen wir los. Wir fangen ganz entspannt an, Arme vorwärts kreisen. Und wir wechseln mal die Richtung, gehen ins Rückwärtskreisen mit den Armen. Und jetzt die koordinative Aufgabe. Die regelmäßigen Videoschauer und Trainierer kennen das Ganze schon. Ein Arm geht vor, ein Arm geht rück. Und wir wechseln einfach mal. Andere Arm vorwärts und der andere rückwärts. Das Ganze schön locker. Und wir kommen wieder locker ins Traben. Und wir bringen einfach ein paar Punches mit rein. Dreht ruhig eure Schulter mit rein. Ein paar lockere Schläge. Guckt, wer euch heute geärgert hat. Und dann gibt es erstmal links und rechts einen auf die Mütze. Klassisch für die Boxer wechseln wir ins Seilspringen. Stellt euch vor, ihr habt ein Springseil. Locker springen. Wir hopsen mal von links nach rechts. Und von vorne nach hinten. Jetzt wieder koordinativ schwierige Aufgabe, nur auf links hopsen. Vergesst die Hände nicht, ne? Die drehen mit, ihr habt ein Springseil, auch wenn es nur ein imaginäres ist. Und auf den rechten Fuß. Locker springen. Wir nehmen nochmal den zweiten Fuß dazu und das Seil kann zur Seite. Als nächstes, wir mobilisieren uns ein bisschen, gehen in einen etwas breiter als hüftbreiten Stand, nehmen die Arme nach oben und dann erstmal große Körperkreise bei gestreckten Beinen zu den Füßen wieder nach oben kommen. Schön groß bleiben und Richtungswechsel. Ja, sehr gut. Heute eine neue Geschichte zum Aufwärmen. Wir mobilisieren den ganzen Körper mit einer Übung durch. Dafür stellt ihr euch hüftbreit hin in etwa, nehmt eure Arme nach oben. Jetzt als nächstes die Arme gestreckt nach unten führen. Beine bleiben gestreckt, Gesäß wird nach hinten rausgeschoben. Ihr greift eure Fußspitzen, haltet diese Position ganz kurz und setzt euch dann mit dem Gesäß nach hinten runter, wie so ein Sumo-Ringer. Ganz wichtig, Rücken ist schön aufrecht, schön auf Spannung. Hände könnt ihr jetzt unten loslassen. Wir öffnen mal mit der rechten Hand nach oben, schauen der Hand hinterher. Da kommt auch die Sonne. Wieder zurück mit der Hand. Das Ganze mit links. Hinterher schauen. Zurück. Hände wieder an die Füße. Und jetzt schieben wir unser Gesäß nach oben hoch. Beine sind gestreckt. Und mit geraden Armen nach oben. So, jeder von euch noch zweimal das Ganze. Wir gehen wieder nach unten, Hände an die Füße, Gesäß absetzen, Rumpfspannung, rechter Arm löst sich, Hand hinterher schauen, leichte Rumpfdrehung, zurück, das Ganze mit links, wieder zurück und Gesäß nach oben schieben, Streckung der Beine und nach oben kommen. Und einen machen wir noch, Arme wieder nach unten. Gesäß tief, Spannung auf dem Rücken. Rechter Arm löst sich. Wieder tief. Das Ganze mit links. Tief. Gesäß nach oben. Und wir richten uns wieder auf.
So, ich denke, ihr seid alle ein bisschen aufgewärmt und wir starten in unser erstes Workout. Wir haben für euch wieder fünf Tabata-Intervalle dabei. Tabata-Intervalle bedeuten, wir machen von jeder Übung 8 Runden. Das heißt immer 20 Sekunden Belastung, 10 Sekunden Pause und jede Übung gibt es in 3 Schwierigkeitsstufen. Und wie die Schwierigkeitsstufen unserer ersten Übung aussehen, das seht ihr jetzt. So, wir kommen zu unserer ersten Übung und zwar werden wir heute mit den Ausfallschritten anfangen. Die Ausfallschritte sind eine super Übung für unsere Beinmuskulatur und fürs Gesäß und über so ein paar Armbewegungen, die wir gleich noch mit in die Stufen einbauen, haben wir auch immer noch ein bisschen Rumpfstabilität mit drinne. Und wie unsere 3 Schwierigkeitsstufen aussehen, das zeigen wir euch jetzt. Stufe 1, ihr seid in einem parallelen Stand und wir machen den Ausfallschritt nach hinten weg. Das heißt, großen Schritt nach hinten raus und dann, ich falle schon um. Hüfte einmal absenken, hochkommen, wieder nach vorne. Schritt nach hinten raus, Hüfte absenken und wieder hochkommen. Stufe 2, wir machen den Schritt nach vorne, das heißt, großen Schritt nach vorne setzen, Arme gehen mit hoch, dann Hüfte tief, wieder hoch und zurückkommen. Noch einen Schritt vor, tief und wieder zurückkommen. Ganz wichtig hierbei, wenn ihr nach vorne geht, schiebt nicht das Knie vor, sondern senkt eure Hüfte ab, dass das Knie nicht über die Fußspitze nach vorne zu weit rausschießt. Stufe 3, wir machen die ganzen Ausfallschritte diagonal. Das heißt, aus der parallelen Fußstellung einmal nach vorne rechts, tief gehen, zurückkommen, nach vorne links, tief gehen und zurückkommen. Wir werden für euch die ersten 2 Runden in Stufe 1 nochmal demonstrieren, dann 2 Runden Stufe 2 und dann die nächste Stufe 3 nochmal. Ja, und werden euch immer noch ein paar Korrekturhinweise geben. Wenn unser Timer gleich losgeht, dann wird es ernst. Wir haben noch knapp 10 Sekunden. Starting session. Also nochmal Beine ausschütteln. Los geht's. Stufe 1. Ausfallschritt nach hinten, Oberkörper schön aufrecht. Die Hände nehmen wir quasi zum Gebet nach vorne. Atmen, lächeln natürlich nicht vergessen bei den Übungen. Und wir haben die erste Pause. Rest. Erste von 8 Runden geschafft, 7 stehen noch aus. Wieder fertig machen. Und los geht's. Ihr entscheidet selber über euer Tempo. Oberste Prämisse bei den Übungen ist, dass ihr die Bewegung sauber und ordentlich ausführt. Wer das schnell machen kann, macht es schnell. Und wer langsam arbeitet, arbeitet langsam. Rest. So, wir gehen in Stufe 2 für die nächsten 2 Runden. Der Ausfallschritt nach vorne. Und los geht's. Hier wirklich darauf achten, Knie nicht nach vorne schieben, sondern die Hüfte. Tief. Bin fasziniert, dass wir das hier sogar synchron hinkriegen, als ob es genau so geplant wäre. Jawohl. Achtet Rest. darauf, wenn ihr eure Hüfte absenkt, so tief runtergehen, dass das hintere Knie so ganz kurz über dem Boden ist. Und weiter geht's. Sauber aus den Schultern nach oben führen. Schulterblätter sind dabei aber tief. Nicht verspannt. Rest. Okay, nächsten beiden Runden werden wir in Stufe 3 ausführen. Das heißt, wir gehen diagonal raus. Los geht's. Auch hier auf sauberes Hüftabsenken trachten, Arme gerade nach oben führen und wir haben eine Pause. Rest. Und die nächste Runde.
Zwei haben wir noch. Ich wechsle nochmal in Stufe 1. Stufe 1 ist die Stufe, die gerade für Menschen mit Knieproblemen eine ganz schöne Geschichte ist, weil dort nicht so die hohe Belastung im Knie entsteht, da wir quasi auf unserem beugenden Bein stehen und das nicht nach vorne führen. Und hier habt ihr einfach, wenn ihr Probleme im Knie habt, ein besseres Gefühl. Jawohl. Rest. Beine zwischendurch immer mal lockern, ausschütteln. Eine Runde haben wir noch. Und los geht's. Geht nochmal in die 2. Kira zeigt euch die 3. Jawohl. Und so haben wir quasi die erste Übung schon geschafft. Wir gehen rüber zur Übung Nummer 2 und die sieht aus, wie ihr jetzt seht. So, wir kommen zur Übung Nummer 2. Übung Nummer 2 werden viele von euch kennen, die schon mal irgendwo an einem Rückentraining teilgenommen haben. Das ist die Bridge. Die Bridge ist eine super Übung für unsere Oberschenkelrückseite, Gesäß und auch ein Stück weit den unteren Rücken. Und gerade auch für Schreibtischtäter eine tolle Sache, weil man einfach mal wirklich in eine aktive Hüftstreckung reingeht, was man so den ganzen Tag am Schreibtisch nicht hat. Wir haben auch wieder 3 Stufen, die zeigen wir euch jetzt einmal. Stufe 1, ihr legt euch hin, stellt eure Füße ungefähr hüftbreit auseinander, Arme neben den Körper. Und eure Aufgabe jetzt, das Becken anheben, bisschen die Streckung absenken, Boden kurz antippen und wieder nach oben kommen. Der Kopf bleibt ganz entspannt liegen. Und ihr versucht im obersten Punkt eure Pobacken ordentlich zusammenzukneifen. Stufe 2, ihr habt das Becken oben und kickt eure Unterschenkel nach vorne raus. Versucht dabei nicht abzuknicken hier, sondern wirklich von den Knien bis zur Schulter wie ein Brett zu sein, ist Stufe 2. Und Stufe 3, wir machen uns instabil, das heißt eure Arme helfen nicht mehr mit, die nehmt ihr nach oben und jetzt arbeitet ihr in die Unterschenkelkicks. Ganz wichtig hierbei, wirklich nur die Unterschenkel nach vorne oben kippen, nicht das ganze Bein mitziehen. Okay, seid ihr bereit? Dann legen wir los mit Runde 1. Auch hier wieder 8 Runden. Starting Session. In 10 Sekunden starten wir. Wir fangen an mit der ersten Schwierigkeitsstufe. Und los geht's. Hüfte wirklich gut strecken. Meistens lässt die mehr zu, als man selber denkt. Erste Runde ist geschafft. Rest. Kurz durchatmen, ganz entspannt auf dem Rücken liegen. Und dann geht's direkt weiter mit Runde Nummer 2. Wichtig ist, dass die Füße nicht zu weit vom Gesäß wegstehen. Solltet ungefähr im Kniegelenk bei 90 Grad sein. Jawohl. Wir demonstrieren euch jetzt Stufe 2. Einfache Unterschenkelkicks nach vorne. Geht schon mal hoch. Und los geht's. Unterschenkelkick nach vorne. Und hier wirklich darauf achten, dass ihr nicht irgendwie das Bein irgendwo hinreißt, sondern wirklich nur die Unterschenkel kicken lassen. Und versuchen wirklich die Hüfte oben zu halten. Nicht einbrechen, Spannung halten. Und dann in der Pause Rest. Durchatmen. Wir gehen wieder hoch und kicken. Achtet drauf, Po-Spannung halten und auch hier das Atmen nicht vergessen. Jetzt kommt hier sogar die Sonne raus. Hätten wir das gewusst, hätten wir unsere Sonnenbrillen dabei. Sehr gut. Rest. Wir wechseln für euch in Stufe 3. Das heißt, wir nehmen Hüfte hoch, Arme nach oben und dann werden die Unterschenkel gekickt. Dadurch, dass die Arme jetzt oben sind, bringt ihr euch selbst in eine instabilere Position. Das heißt, eure Tiefenmuskulatur, die stabilisierende Muskulatur, muss vermehrt arbeiten.
Rest. Wir haben noch drei Runden übrig. Wir gehen nochmal in Stufe 3. Und die letzten zwei Runden entscheidet natürlich jeder auch wieder für sich, was für ihn gut ist und wie ihr euch wohlfühlt. Rest. Zwei Runden haben wir noch übrig. Ich gehe wieder in Stufe 1. Hier kann man sehr gut Hüfte durchmobilisieren. Kira, was machst du? Auch die 1. Wir müssen dazu sagen, wir haben heute schon eine Einheit 6.30 natürlich hinter uns. Deshalb schalten wir gern auch mal in Stufe 1. Rest. Aber ich glaube, einmal geht auch noch Stufe 2, oder? Dann mache ich auch die 3. Wenn du die 3 machst, mache ich auch die 3. Los geht's. Ja, das ist der kollegiale Druck hier. Den habt ihr zu Hause nicht. Ihr dürft ablegen. Rest. Und wir haben die nächste Übung geschafft. Wir gehen über zu Übung Nummer 3. Dafür dürft ihr wieder aufstehen und wir zeigen euch die drei Schwierigkeitsstufen. Tabata complete. So, wir kommen zu Übung Nummer 3, bevor es aber losgeht. Wir trinken noch schnell einen Schluck. Solltet ihr übrigens auch zwischendurch machen. Immer ganz wichtig beim Sport, viel Flüssigkeit. Ja, Übung Nummer 3 ist auch nochmal eine Übung für die Rückenmuskulatur. Und zwar mit euch Good Mornings machen. Die Good Mornings haben wir auch drei Schwierigkeitsstufen. Erste Stufe, ihr stellt euch auch leicht hüftbreit hin, Hände an die Ohren, Rücken ist auf Spannung und jetzt schiebt ihr bei geradem Rücken euer Gesäß nach hinten und kommt wieder in die Aufrechte. Ganz wichtig, die Beine, die Knie beugen dabei ganz leicht an, aber die Hauptbewegung kommt über die Hüfte, die nach hinten rausgeht. So, Stufe Nummer 2, wir erhöhen den Arbeitswinkel, indem wir die Arme lang machen. Und da muss unsere Rückenmuskulatur ein bisschen mehr arbeiten. Und wir schieben auch wieder. Gesäß nach hinten raus, kommt nach oben. Gesäß nach hinten raus und nach oben. Und Stufe Nummer 3, hier bringen wir auch wieder eine Instabilität rein. Ihr steht auf einem Bein, eine Runde rechts, eine Runde links. Das andere Bein ist leicht in der Luft. Und dann schiebt ihr euch mit dem Oberkörper nach vorne. Ein Bein wird nach hinten rausgestreckt. Ihr kommt zurück in die Aufrechte. Bein nicht absitzen, wenn es geht. Wer nicht schafft, das nicht schafft, kann kurz ausbalancieren mit der Zehenspitze, aber ansonsten versucht er auf einem Bein zu bleiben. Eine Runde rechts rum, eine Runde links rum. Wir starten mit Stufe 1 in die erste Runde. Starting Session. Hände an die Ohren, fertig machen und los geht's. Achtet darauf wirklich, dass eure Ellenbogen nicht nach unten hängen, sondern wirklich schön offen sind. Brustwirbelsäule ist aufgerichtet, Rücken ist gerade und ihr arbeitet über das Gesäß. Wenn ihr bei dieser Übung die ganze Zeit das Gefühl habt, in einem leichten Hohlkreuz zu stehen, seid ihr genau richtig. Fertig machen und weiter geht's. Hochkommen. Den Vorteil, den wir gegenüber euch jetzt haben, ist, dass wir einfach jedes Mal, wenn wir nach oben kommen, mit einer grandiosen Fernsicht belohnt werden, ist auf jeden Fall ein Übungsanreiz. So, wir gehen mal in Stufe 2, arbeiten jetzt mit langem Hebel, mit langen Armen, selbe Ausgangsposition und dann geht's los. Ihr könnt die Arme entweder wie die Kira oben lassen oder einfach, wenn ihr euch aufrichtet, wieder mit runternehmen, wie ich das gerade mache. Auch hier wieder wichtig, Rückenspannung halten. Jawohl. Rest. Kurze Pause. In den Pausen achtet immer drauf, euch ein bisschen locker zu machen, Arme ausschütteln, Beine ausschütteln, nicht zu sehr unter Spannung stehen und es geht weiter.
So, wir kriegen auch Besuch von ein paar Vögeln gerade. Es sind Drosseln, erfahre ich gerade, sehr schön. So weit reicht meine Rex. kleine Vogelkunde dann doch nicht. Aber wir haben einen Fachmann dabei. Weiter geht's. Ach nee, wir gehen ja in Stufe 3, Entschuldigung. Kira ist richtig, die hat aufgepasst. Mich lenken die Drosseln ab. Euer Standbein kann bei der Übung auch immer ganz leicht angebeugt werden. Ihr solltet das nicht in einer Überstreckung stehen haben. Wir wechseln die Seite. Jetzt werdet ihr gleich Rex. sehen, wo eure Schokoladenseite ist. Ob es das Bein war, auf dem ihr eben gestanden habt, oder ob es jetzt kommt. Und wenn ihr dabei zum Beispiel auch merkt, wenn ihr auf eurer Matte steht, dass ihr dauernd kippelt, die Matte ist schon eine instabile Fläche. Und ihr könnt euch die Übung leichter machen, wenn ihr das neben der Matte macht. Dann steht ihr meistens schon auf eher festerem Boden. Rest. So, zwei Runden haben wir noch. Wir bleiben in Stufe 3, würde ich sagen. Ne? Wenn schon, denn schon. Jetzt erhöhe ich den kollegialen Druck. Konzentriert euch. Versucht, wenn ihr euch aufrichtet, auch noch mal wirklich Schulterblätter zurückzunehmen. Brust raus. Das hintere Bein, welches ihr anhebt, versucht das schön auf Streckung zu bringen. Rest. Eine haben wir noch. Beim Bein steht sich schlecht, deshalb nehmen wir jetzt noch mal das andere. Weiter geht's. Genau, die Daumen lasst ruhig nach oben zeigen. Think positive. Ja. Und wir haben die Rest. nächste Übung geschafft. Jetzt gehen wir ein bisschen weg vom Rücken und dem Po und machen etwas für die Bauchmuskulatur. Tabata complete. So, es geht weiter. Wir hatten die Drosseln. Die Drosseln essen gern Insekten und deshalb unsere nächste Übung ist der Käfer als Bauchübung heute. Wie passend. Für den Käfer legt ihr euch in die Rückenlage. Kopf wird abgelegt, Schulter wird abgelegt. Arme streckt ihr nach oben, Beine 90 Grad Winkel anheben. Und jetzt Stufe 1, ihr macht kleine Hackbewegungen mit den Armen und lasst eure Beine im 90 Grad Winkel der Knie leicht nach vorne fallen. Das ist Stufe 1. Stufe 2, ihr arbeitet mit einem Bein in die Länge und mit dem einen Arm, dem Diagonalen, auch in die Länge nach hinten und dann wird gewechselt, das Ganze dynamisch. Und Stufe 3, da wird es ein bisschen schwieriger. Wir bringen den Bauch auf Vorspannung, indem wir Schultern und Kopf anheben bei der ganzen Geschichte. Ganz wichtig auch hier, nicht vergessen zu atmen. 8 Runden, ordentlich was für die Bauchmuskulatur. Wir stellen den Timer und dann geht's los. Starting Session. Wir fangen mal an in Stufe 1. Und los geht's. Das Ganze auch eine koordinative Übung, wird auch gerne von Läufern und Joggern gemacht, weil man bei dieser Übung auch immer ein Laufmuster dabei hat. Jetzt bei Stufe 1 vielleicht noch nicht so ganz wie in Stufe 2 und 3. Wir machen eine kurze Pause. Rest. Beine ablegen, Arme ablegen. Wieder fertig machen. Und weiter geht's. Vom Tempo könnt ihr selber entscheiden. Wir werden in den nächsten Runden einfach mal mit dem Tempo ein bisschen spielen, um einfach mal zu gucken, was für unterschiedliche Effekte hat das Ganze auf unseren Körper. Okay, wir gehen in Stufe Rest. 2 und wir machen die Bewegung mal ganz langsam, liebe Kira. Oh, sagt sie. Und los geht's. Schön langsam, Beine bis fast über den Boden absenken. Kopf und Schultern bleiben noch liegen bei Stufe 2. Ihr könnt auch gerne das Bein immer mal 1, 2 Sekunden halten. Dadurch entsteht eine wirklich sehr hohe Bauchspannung. Das Ganze sehr effektiv für die Bauchmuskulatur. Rest.
Wir machen jetzt Stufe 2 ein bisschen schneller und bringen einfach mal den Puls ein bisschen nach oben. Fertig machen und los geht's. Bringen hier die Dynamik rein. Ganz wichtig natürlich, Übung sollte sauber sein. Versucht mit dem Bauch immer gut gegenzuspannen. Wir haben Halbzeit. Wir gehen jetzt in Stufe 3. Das heißt, Kopf und Schultern werden leicht angehoben. Und es geht los. Ihr entscheidet selber, welches Tempo ihr geht. Bein schön nach vorne strecken. Andere Bein anwinkeln. Die Arme arbeiten gerade. Rest. Versucht mal in den Pausen euch nicht lang hinzulegen und zu strecken, weil dadurch hebt ihr die gerade gewonnene Bauchspannung direkt wieder auf. Lieber mit angewinkelten Beinen ausruhen. Solltet so langsam auch ein bisschen brennen im Bauch merken. Rest. Und wenn ihr das spürt, denkt euch immer, ihr macht das alles für die Badesaison. Weiter geht's. Nein, natürlich hilft euch auch eine starke Bauchmuskulatur davor gegen oder hilft gegen Rückenschmerzen. Ihr habt ein stabiles Korsett und das wird euch auch bei vielen Sportarten was bringen. Also es ist nicht nur für die Strandfigur. So, Kira, ich habe nicht mehr gezählt. Wie viele Runden haben wir noch? Eine haben wir noch. Sehr gut. Letzte Runde. Los geht's. Konzentriert euch nochmal. Und dann kommen wir danach zur letzten Übung. Und da geben wir nochmal richtig Gas. Sehr gut. Der Bauch ist auf Spannung. Weiter geht's zur Übung Nummer 5. So, großes Finale für heute. Wir kommen zur letzten Übung und wir werden den Puls nochmal ordentlich nach oben bringen und das Ganze natürlich mit Hampelmännern. Kira, bist du bereit? Sehr gut. Also, wir haben auch wieder drei Schwierigkeitsstufen für euch. Stufe 1, wir machen einfache Hampelmänner. Sehen so aus. Ne? Ganz einfach. Okay, Stufe Nummer 2, wir machen eine andere Form von Hampelmännern, eine koordinative Variante. Untenrum springt ihr den Hampelmann und eure Arme machen bei jedem Sprung eine andere Bewegung. Einmal nach vorne und einmal zur Seite. Vorne, Seite, vorne, Seite. Also koordinativ ein bisschen anspruchsvoll. Und die dritte Übung, Hampelmänner, die geht nochmal richtig in die Beine. Da machen wir Hampelmänner verkehrt rum. Sieht so aus, ihr springt mit den Beinen auseinander, berührt die Fersen, springt wieder hoch. Tief, hoch, tief und hoch. Okay? Und wir denken uns vielleicht für zwischendurch noch so die ein oder andere Schweinerei aus. Mal schauen. Also, letzte Runde, Gas geben, Spaß haben, fertig machen und dann springen wir in 5 Sekunden los. Und wir fangen an mit Stufe 1. Los geht's. Könnt selber vom Tempo ein bisschen entscheiden, ne? Wie ihr das Ganze angeht. Okay, die nächste Runde zählt ihr einfach mal eure Hampelmänner, wie viel ihr davon macht. Und auf geht's. So, jeder von euch macht bitte 4 Stück mehr. Wir erhöhen das Tempo ein wenig. Wir bleiben mal in Stufe 1 noch. Wir haben ja 8 Runden. Los geht's. 4 mehr. Okay.
Knappe Kiste. Aber okay, sehr gut. So, wir schalten zur Erholung mal in Stufe 2. Das heißt, Arme vor, Arme zur Seite. Mal gucken, was koordinativ noch geht hier. Los geht's. Genau, vor, zur Seite. Vor, zur Seite. Und unten rum immer die gleiche Bewegung. Okay, wir haben Halbzeit. Und noch eine Runde springen wir jetzt in Stufe 2. Fertig machen, los geht's. Okay, Schonzeit ist vorbei, wir wechseln in Stufe 3. Fertig machen. Und los geht's. Tief und wieder hoch. Tief. Achtet drauf, Rücken ist auf Spannung. Gesäß geht nach hinten unten. Sehr gut. Durchatmen. Haben wir noch vorne. Und weiter geht's. Und weil sich das so gut anfühlt, verzichten wir einfach mal auf die nächste Pause und wechseln mit dem Signal wieder in Stufe 1. Weiter geht's. Rest. Das Gute ist, ich habe nicht mitgezählt. Mal sehen, wie lange wir hier noch springen heute. Okay, weiter springen. Beim nächsten Signal gehen wir nochmal in Stufe 3. Springen nochmal tiefer. Rest. Jawohl, komm, Zähne zusammenbeißen. Letzten Sekunden. Tabata complete. Und ihr habt es geschafft. Sehr gut. Einen großen Applaus für euch. Sehr schön. Ja, wir freuen uns, dass ihr heute wieder dabei wart mit uns hier auf dem HNA-Dach. Wir hoffen, dass wir euch demnächst auch wieder live auf der Grimmwelt sehen können. Ansonsten für alle, die trotzdem live haben wollen. Wir sind montags und montags und donnerstags in der Goethe-Anlage, dienstags und freitags in Baunatal und in Immenhausen. Dort warten super Trainer auf euch. Kommt einfach mal vorbei, jeden Morgen da um 6.30 Uhr. Und wir verabschieden uns, wünschen euch eine schöne Zeit. Bis dahin, bleibt gesund.